Ich zeige dir jetzt, wie du mit ganz einfachen Mitteln einen Referenztrack in dein Mixprojekt in Ableton Live reinkriegst, und zwar aus jeder Quelle der Welt. Und das geht so. Ich habe hier ein Mixprojekt, das jetzt tatsächlich nicht von meinem OBS aufgenommen wird, weil das sich gleich einfach beißen würde. Ich hätte ständig doppeltes Audiosignal. Das heißt, ich habe tatsächlich ein Mikrofon vor meine Lautsprecher gestellt, damit du die Soundausgabe hören kannst. Und ich möchte da jetzt gerne einen Referenzsong reinkriegen. Als erstes brauche ich dafür ein virtuelles Audio-Interface, das wie eine Software installiert wird und dem System vorgaukelt, dass du quasi physikalische Anschlüsse, Ein- und Ausgänge eines zusätzlichen Audio-Interfaces hast, die du jedoch nur intern, also softwareseitig, verkabeln kannst, denn du hast ja keine Box draußen stehen. Ich habe mich dafür für Black Hole entschieden, damit arbeite ich schon seit einigen Jahren, aber letztlich ist es egal, welches du nimmst. Bei Black Hole gibt es einfach einen Installer, und wenn du den installiert hast, hast du in deinen Systemeinstellungen unter Ton dieses virtuelle Audio-Interface als Ausgabeoption. Dann wird jetzt einfach alles, was an Audio ausgegeben wird von irgendeiner Anwendung, an dieses virtuelle Audio-Interface geroutet. Heißt natürlich auch, wenn ich jetzt was abspiele, höre ich nichts, weil der Ausgang, das was aus diesem virtuellen Audio-Interface wieder rauskommt, das muss ich ja erstmal irgendwo hin verbinden, denn ich habe ja keine externe physische Kiste mit Kabeln, sondern es ist ein virtueller Ausgang, und solange ich dem nicht sage, wohin er ausgeben soll, höre ich auch nichts. Dazu gehe ich jetzt in Ableton Live in die Voreinstellungen und kann beim Audioeingangsgerät den Ausgang dieses virtuellen Audio-Interfaces als Eingang auswählen. Einmal unter der Eingangskonfiguration checken, dass der auch aktiv ist. Okay. Und jetzt kann ich damit Audio aufnehmen oder in die DAW leiten, wie mit jedem anderen externen Gerät letztlich auch, indem ich eine neue Audiospur erzeuge. Bei der muss das Monitoring natürlich eingeschaltet sein, auch die Aufnahmebereitschaft muss aktiv sein. Dann würde ich als Ausgang, würde ich dieser Spur Sense Only geben, damit es nicht zu doppeltem Output kommt. Wenn ich jetzt irgendwo, zum Beispiel auf Spotify, etwas abspiele, dann sieht man hier in Live, wie wir hier Pegel haben. Wie gesagt, da ich das hier auf Sense Only gestellt habe, hören wir nichts. Ne? Warum stelle ich das auf Sense Only? Dazu kommen wir jetzt, denn jetzt kommt es zu dem eigentlich interessanten Teil. Wenn ich hier auf dem Master mir das Plugin Reference von Mastering the Mix ziehe, dann kann ich damit normalerweise zum Beispiel aus meiner normalen DJ-Library Songs hier per Drag-and-Drop reinziehen, die dann hier auch in der Wellenform dargestellt werden, die ich per Level-Match an die Lautstärke meines Mix angleichen kann und die ich dann mit meinem Mix vergleichen kann. Das klingt dann so. Ja, ich habe hier unten auch dieses Trinity-Display, das mir verschiedene Informationen gibt. Das ist eine ganz feine Sache. Allerdings muss ich diesen Track eben physikalisch besitzen und hier reinziehen. Jetzt gibt es zu diesem Plugin Reference, gibt es ein Pendant. Und zwar ist das RefSend. RefSend ist ein kleines Plugin, das, wie man hier sieht, keinerlei Konfigurationsmöglichkeiten hat. Allerdings, wenn du hier auf Click for Help gehst, dann kommst du auf die Hilfeseite und auch übrigens auf diese Seite mit der Liste der virtuellen Audio-Router. Ansonsten hat das keinerlei Konfiguration, denn was es macht, das sieht man hier. Ich habe jetzt hier einen neuen Tab, Reference Send. Denn für jeden Referenztrack, den ich hier oben reinziehe, wird ein neuer Tab angelegt. Und bei RefSend wird kein Track hier reingeladen, sondern was RefSend macht, ich kann damit A, B hin und her schalten zwischen dem Mix und dem Reference Mix, und RefSend schaltet alle Effekte aus, die zwischen RefSend und Reference sind. Ich muss sie also nicht manuell an- und ausschalten, sondern kann das direkt vergleichen. Das ist die eigentliche Funktion, wofür RefSend gemacht wurde. Ich kann dieses RefSend aber auch in meine Audiospur werfen und Reference, das Plugin hinten, erkennt das dann trotzdem. Das heißt, auch hier habe ich wieder meinen Tab. Das bedeutet jetzt, dass alles, was hier als Input in die DAW reinkommt, hörbar ist, sobald ich in Ableton Live auf Play drücke. Deswegen übrigens habe ich jetzt auch meinen DAW-Output mit einem Mikrofon abgenommen, denn sonst würde jetzt ehrlich gesagt alles, was ich spiele, immer in OBS hörbar sein. Dann hätten wir doppelten Output. Das heißt, sorry für die Soundqualität, aber es geht ja darum, das zu verdeutlichen, wie das funktioniert. Wenn ich jetzt also auf Wiedergabe gehe, dann sieht man hier in Live, wie ich jetzt hier einen Input-Pegel habe,
aber man hört nichts. Bis ich auf Play drücke und hier den Reference-Vergleich einschalte. Und das Geile daran ist jetzt, dass das hier im Hintergrund durchläuft. Ich kann hier auch die Lautstärke anpassen, sieht man auch hier. Wenn ich das leiser mache, geht hier auch die Lautstärke in Live runter und kann hier dann direkt den Vergleich mit diesem Referenztrack machen. Was natürlich nicht funktioniert, ist die Track-Align-Funktion. Hier kann ich den Track-Align anschalten. Wenn ich jetzt hier einen physikalischen Referenztrack reingeladen habe, dann wird sozusagen das Arrangement von den beiden Tracks, also von meinem Mix und dem Reference-Track, wird dann sozusagen angeglichen. Das geht natürlich bei RefSend nicht, weil Reference keine Kontrolle darüber hat, wo hier bei der externen Anwendung gerade der Playhead ist, logischerweise. Right? So kann ich aber auch aus jeder x-beliebigen anderen App Audio reinrouten, ne? Aus Spotify, sieht man auch hier, habe ich jetzt das Signal. Kann hier wieder über Level Match die Lautstärke angleichen. Das heißt, egal ob ich jetzt irgendwie aus Apple Music oder aus Spotify oder meinetwegen auch von YouTube Music irgendwas starte, ich habe das hier in Live über den Input drin. Du musst nur darauf achten, dass hier, wenn du hier Eingangssignal hast, das auch bedeutet, dass eine dieser Anwendungen tatsächlich Audio ausgibt, wie hier jetzt mein Spotify. Ob hier was läuft oder nicht, obliegt deiner Verantwortung. Wenn du eine Quelle haben willst, wie zum Beispiel aus YouTube, dann mach YouTube Music auf, starte diese Quelle und hab nicht noch Spotify oder anderen Scheiß parallel auf, weil man schnell vergisst, dass im Hintergrund noch was läuft und sich dann wundert, hä, was ist denn hier los? Also das nur so als kleiner Tipp am Rande. Abgesehen davon ist das der Weg, wie man ganz einfach in der DAW einen Song aus jeder x-beliebigen Quelle in sein Projekt laden und mit seinem Mix vergleichen kann, um diesen damit zu optimieren. Ich hoffe, das hilft dir mal wieder dabei, deine Projekte einen Schritt weiterzubringen. Ansonsten, wenn du Fragen hast, hau dir einfach in die Kommentare und vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu läuten. Sonst gibt's auf die Glocke.